Herzlich willkommen bei Brandon Mundorfs Asthma Versicht Astro TV. Im heutigen Video werden wir beginnen, über die Metallizität von Sternen zu reden. Wir hatten ja letztens über Metalle gesprochen, wir haben die Metalle chemisch betrachtet, welche Eigenschaften sie haben, wie sie eingeteilt werden, und heute beginnen wir das Ganze astronomisch zu machen. Als erstes müssen wir natürlich den Begriff definieren. Ich habe hier nochmal das PSE sozusagen ans Video geworfen. Und in der Astronomie gibt es eine Besonderheit. Das sind alles Metalle bis auf Wasserstoff und Helium. Das heißt, da ist Sauerstoff ein Metall, da ist Stickstoff ein Metall, da ist Neon ein Metall, das sind alles Metalle bis auf Wasserstoff und Helium. Das war meine kleine Katze vorhin, alles gut. So. Und natürlich, wenn wir jetzt wissen, dass alles bis auf Wasserstoff und Helium Metalle in Astronomie sind, müssen wir natürlich auch wissen, wie sind auch diese Metalle entstanden. Ich habe das in zwei, drei Kategorien eingeteilt. Also einmal Wasserstoff, Helium, Deuterium und Lithium, die schon bereits in der Frühphase des Kosmos durch primordiale Nukleosynthese entstanden. Das heißt kurz nach dem Urknall. Also nicht Stunden oder Tage, sondern innerhalb von Minuten. Das sind sozusagen die allerersten Elemente ja gewesen. Die schweren Elemente bis zum Eisen sind entstanden durch die Kernfusion von Sternen. Und wenn wir ja kennenlernen, diese Population 3 Sterne später, die nur aus Wasserstoff und Helium bestanden und dann Kernfusion betrieben haben. Aber natürlich, logischerweise, können nur die Elemente bis Eisen im Inneren von Sternen entstehen, weil alles oberhalb von Eisen nicht fusioniert werden kann. Weil das würde ja Energie benötigen, keine Energie abgeben. Das ist sozusagen der Grund, warum. Und die noch schwereren Elementen, die sind echt erst durch Sternexplosionen entstanden, wie Supernovae. Haben wir hier unten hier auf dem Foto. Und zur zweiten, wo ich gesagt habe, bis zu Eisen, da habe ich daneben diesen Zwiebel mit abgebildet. So sieht die Fusion eines massenreichen Sterns am Ende seines Lebens aus, wenn sich das im Silizium brennt, sie befindet. Also da haben wir ganz unten Silizium brennt, da etwas drüber Neon brennt, dann Sauerstoff brennt, dann Kohlenstoff brennt und ganz außen mal Wasserstoff zu Helium. Wird auch wie so eine Art Zwiebel ist das. So, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und bis zum nächsten Folge dann, weil da werden wir uns ansehen, wie das berechnet wird. Was eine stellare Nukleosynthese ist, was richtig eine primordiale Nukleosynthese ist, und dann gehen wir richtig schön in die Materie hinein. Danke fürs Zusehen und ciao. Herzlich willkommen bei Brandon Mundorfs Asthma Versicht Astro TV. Im heutigen Video